Hi guys, I'm back with some easy sketches here in my fountain pen sketching book. And most of you watching my videos, you know why I'm doing this here and what it means. And I don't think I have to explain it again and again. So I'm starting here with some sort of bird. I think I wanted to create a flamingo or something like that. Let's call it flamingo. I don't know. It looks pretty much like, not pretty much, but it looks a bit familiar, let's say it like this. And I write always something into it, what to me, fits quite good. That means gute Aussicht. It's German and it means nice view. And I think I found that funny because of this long neck, and from there you have a good view, haven't you? So that's why I did that. It's so funny. Ha ha. My type of humor. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute nochmal eine Reise hier durch mein Füllfederhalter-Sketchbuch geben. Und habe angefangen mit einem, ich nenne es mal Flamingo. Das ist jetzt definitiv keiner, sehr abstrakt. Aber ich hatte einen Flamingo im Kopf, glaube ich, als ich das gezeichnet habe. Und so sehen meine Flamingos halt aus, mein Gott, ja. Und dann immer meine Wörter, die ich dazu packe. Es ist ja letztendlich einfach nur, was mir gerade so in den Kopf kommt. Langer Hals, gute Aussicht. Ja, schöne Aussicht. Schöne weiß ich nicht, aber eine gute, definitiv. Und gehe weiter hier mit meinen Mühlen. Ich liebe ja Mühlen, ihr wisst, ich zeichne die immer mal gerne, gerade auch so mit Aquarell. Hier relativ schnell hingekritzelt. Ich mag eben den Stil hier, diese griechischen und französischen, die sind, sind wir mal ehrlich, einfacher zu zeichnen als die deutschen und die holländischen. Ich finde die deutschen und die holländischen eigentlich schöner, aber die sind so komplex. Da habe ich jetzt nicht so den Bock drauf. Ja, werde ich sicherlich vielleicht mal irgendwann können, aber im Moment noch nicht. Und der Wind, das himmlische Kind, das kennt ihr ja alle aus dem Märchen. Ja. So, you could see with the windmills, I really like to draw them. And I prefer to draw the French and the Greek ones because, just a simple reason, they are easy to draw to me. And I prefer, looking-wise, I prefer the Germans and the Dutch ones because they're more complex. They're made from bricks and they are really beautiful. I really like them. But I can't draw them. So I go for the French and the Greek ones. So simple. That's the only reason I do it. But I like to draw them, actually. I like them as well, so not that I don't like them. That's not the only reason. And with the wind, the German words means it's something from a fairy tale here from Hansel and Gretel. I think it's the title, you call it like that in English as well. I'm not sure. So just about the wind and, you know, the part when the wind is... Or the kids pretend the noise is not them stealing the sweets from the house, it's the wind, you know. So, and going on with an abstract flower here, and on the next, I go on with flowers as well. And had some, I saw that somewhere, I think, this simple thing, and I thought, yeah, that will fit nicely into my sketchbook here, and it did actually. So, habe dann jetzt hier weitergemacht, wie ihr gesehen habt, mit dieser sehr abstrakten Blume auf der linken Seite und hier rechts. Das ist natürlich, da mache ich weiter mit Blumen, ein bisschen weniger abstrakt, aber eben auch nicht fotografisch. Das werde ich sowieso nicht hinkriegen, weiß ich. Habe ich auch nicht den Ehrgeiz, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich was Fotografisches haben will, dann take ich ein Foto. Ja, dann schieße ich ein Foto. Fertig. So, und hier als nächstes zeichne ich eine Artischocke. Ihr glaubt gar nicht, wie einfach das ist, eine Artischocke zu zeichnen. Ich hatte mich erst so an solche Sachen gar nicht herangetraut, aber letztendlich in diesem Stil
ist das recht, recht einfach. Und ihr seht ja, ihr könnt erkennen, hoffe ich mal, ohne dass ich es gesagt habe, dass das eine Artischocke, nein, Monty Python, das lebende Spine, eine Artischocke sein soll. Und ein paar Linien hier und da und dann verblende ich das gleich noch und dann hast du eine Artischocke. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich meine Sketche mache, wie leicht mir das dann doch teilweise von der Hand geht. Also bin immer wieder begeistert. The first time I do this artichoke, I always thought, oh, that's so complex, I can't draw that. And I just went with it. And it's easier than you think, you know, and I really like it. So, it is something you should consider. If you like to draw and you think you can't draw, go for that one. Try it. It is really, really easy and forgiving, actually. Pretty, pretty forgiving. So, blend it out here, and I think that will be my last sketch for this time. Yeah, it is. And you will see the close-up come in. And I already said, oh, I will put, oh, the German words, gutes Herz. Gutes Herz means good heart, because the inside of this artichoke we call heart. So that's why I always say it's the good heart you're eating. You're not eating the rubbish outside, don't you? So, yeah. Okay, that's the close-up already. And I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please still be careful, look after you, and stay healthy. But never ever forget to be creative. Helps a lot, yeah. So, bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt für euch. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt gesund, Leute. Wir sind fast durch. Komm, jetzt die letzten Monate, das kriegen wir auch noch hin. Und ja, vergesst bitte niemals, immer kreativ zu sein. Das hilft enorm. Also macht es gut. Bis dann. Tschüssi.